Ja, Bayonetta-Vibes, ja. Irgendwie schon. Die fabulöse Hypothese zu testen. Aber ich muss auf Toilette, lass mich in Ruhe. Die was? Die Fabu... Oh, die hast du schon mal erwähnt. Gibt's dieses Wort überhaupt? Das ist irrelevant. Wichtig ist, dass meine fabulöse These die Lösung all meiner Probleme sein könnte. Dieses Gerät habe ich selbst entwickelt. Ich nenne es Verbindungsgerät. Mhm. Es kann Netzwerksignale in den Orbit übertragen, wodurch ich direkt mit Mother Sphere kommunizieren kann. Okay. Digga, ist das wirklich dein Ernst? Wenn du vom Sicherheitssystem angegriffen werden solltest, könnte dein Quantenhirn durchbrennen. Das weiß ich. Digga, ist das dein Ernst? Mein Ziel ist es, das Netzwerk wieder online zu schalten. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. Das haben wir mit Absicht gemacht, ey. Betrachtet und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das ist so albern, oder ja. Ich erhalte von Mother Sphere meine Antwort und kann glücklich weiterleben. Aha. Die Vorbereitungen sind fast erledigt. Aber ja. Ich brauche erst den Netzwerkzugriffscode, um den Zugangsknoten nutzen zu können. Der Solarturm im Ödland. Sions Schrottmarkt und die Oase der großen Wüste. An diesen Orten habe ich zuletzt Datenspuren des Codes registriert. Ich wüsste deine Hilfe sehr zu schätzen. Das wird kein gutes Ende nehmen. Mm. Digga? Was beschäftigt dich? Ich führe ein Gedankenexperiment zu den Bewohnern. Ich frage mich, wie sie sich selbst bezeichnen würden. Worüber denken sie nach, jetzt da sie nicht mehr mit dem Netzwerk verbunden sind? Wenn ich ihnen diese Fragen stellen könnte, wären ihre Antworten sicher aufschlussreich. Nun, ich glaube, sie versuchen einfach, immer weiterzumachen. Wie alle anderen auch. Wenn es dich so sehr interessiert, könntest du sie doch einfach danach fragen, oder? So simpel ist das nicht. Es gibt viele Variablen zu bedenken. Trotzdem weiß ich deine Ermutigung zu schätzen. Reno, was heißt durchmachen? Digga. Ja, Eve? Kannst du mir vielleicht nochmal sagen? Natürlich. Es gibt Restdaten, die sich bis auf Sions Schrottmarkt. Der Solarturm im Ödland. Mhm. Die Oase der großen Wüste. In diesem Gebiet wurden Signale empfangen. Ich schlaf, hoffentlich hilft dir das weiter. Danke, Digga. Eve, ich muss mich... Bist du dir ganz sicher, Digga? Alles ist ausreichend geprüft. Ich versichere, es gibt keinen Grund zur Sorge. Okay. Das ist alles. Bis morgen früh stream. Nee. Ich widme mich wie... Wiedersehen, kritisch. Digga. Ja, Mist, Mittwoch, kritisch. Aber ich bin noch fit. Wie spät ist es überhaupt? 21:07 Uhr. Ja, wir haben noch Zeit. So, erstmal hier diesen Coin reinstecken. Sechs, neun, hey.
No. Upgrade das Ladungsmessermodul. Okay. Ja, dann müssen wir das erstmal machen. Das muss ich unbedingt noch holen. Mit der Kuh, das Stopp. Arriba. Tequila. So, gucken wir mal. Ich habe hier... Oh, wie viele Missionen ich hier habe. Holy moly. Das ist nicht wenig. Ich reiß mal hier hin. Digga, dein Ernst? Hab ich von Zap verpasst? Oder spinnt gerade mein... Nee, da kommt es jetzt. Wow, okay. Hallo Ice Dave, ich war gerade verwirrt, weil das schon in meiner Liste war und ich gerade verwirrt bin, weil es im Chat nicht auftaucht. Also es twitcht gerade so richtig langsam. Wow, das war ja verzögert. Ich war gerade verwirrt. So, hä, warte mal. Und warum steht es zweimal jetzt... Jetzt steht es zweimal in meiner Liste? Icef, danke für deinen Resub im 24. Monat. 24 Monate, vielen, vielen Dank. Arigato. Dankeschön. Es ist Twitch, es ist Twitch, ja. Oh Mann. Freuen wir uns, dass der Stream anläuft. Ja, ja. Ja. Chloe, halt die Fresse. Immer besser als beflogen. Ja. Ja. Das war übel. Fallen und von Drohnen gebaut. Aber ich mag es. Dort sollte nichts los sein. Kann es einmal für dich anzeigen und für Chat. Okay. Oh, Hauptsache es wird angezeigt. Bin ich zufrieden mit. Vergessen. Nach oben streichen. So, das verbotene Gebiet. Ist es Twitch? Hinterfragen wir es einfach nicht.
Irgendwas schießt auf mich. Ist okay. Also hier durch kommen wir nicht. Sie ist zu fett dafür. Tappt. Verbotenes Gebiet, die Bubi-Zone. Ja, sie hat halt einen dicken Booty. Das fände ich jetzt höchst lustig. Verbotene Zone. Ja. Wenn sie irgendwo durchspringen, ja, und mit den Hintern stecken bleibt. Verboten? Hat Orkel den Leuten verboten, dorthin zu gehen? Nein, Eve. Sieh dir das an. Da unten bewegt sich was. Was meinst du? Sieht das für dich wie ein bodenloser Abgrund aus? Weiß nicht, ich will da noch nicht hin. Nun. Soll ich jetzt da runter? War mich nicht schon mal unten? Und sind wieder zurückgegangen, weil das noch nichts für uns war. Ich sehe, du hast den Clip schon eingeschickt. Du hast den eingeschickt, dein Ernst jetzt? Was? Wer hat den eingeschickt? Was soll das? Oh mein Gott. Hallo Stefan. War schon eingeschickt, als ich es versucht habe. Wieso schickt der das eigentlich? So. Ist die Drohne dann der Stepbro, wenn sie stecken bleibt? Ist okay. Ja, ja, Klaus, du mich auch. Digga, weil es lustig ist. Aha. Hallo. Diese Person ist noch nicht lange tot. Ja, GG. Das wird wohl dieser Partner sein. Dann muss hier etwas lauern. Oh, wow. Ah. Ih, diese kleinen Ärmchen da an dem, da sind Titten. Oder der eine kleine Arm. Wow. Nimm doch Heilung, oh mein Gott!
Oh, fuck you. Wirklich jetzt? Warum ist sie gerade schon nicht gerannt? Hier etwas lauern. Okay. Hey, warum markierst du die nicht? Kannst du mal aufstehen, Mädel? Ja, wow, wow, Spiel! Was ist denn das für eine Pisse? Wow! Ja, wow. Okay. Dann muss hier etwas... Ich drücke das gleiche wie eben. Ist ja schön, dass man dann da nicht mehr wegkommt.
Ja, wow. Hey, weißt du? Du kommst da nicht mehr weg, wenn er dich einmal hat. Wie sollst du denn noch springen? Hä? What? Hey, ganz ehrlich, was ist denn... Hä, was ist denn jetzt gerade mit... Was hat das sonst immer alles funktioniert? Ich verstehe den Controller gerade auch nicht. Ich hatte sonst keine Probleme. Was für ein Input-Delay. Ich habe jetzt nichts umgestellt oder so. Aber ich habe ganz immense Probleme mit dem linken Stick schon wieder. Die rennt irgendwie nicht richtig auch. Ich muss manchmal zweimal drücken, dass sie das macht. Dann muss hier etwas lang. Das verstehe ich gerade nicht. Du drückst den Knopf und der kommt verzögert. Ja, ich kann gerade drücken, was ich will. Das ist scheißegal, aber. Seltsam. Seltsam. Also heute sind immens Probleme irgendwie. Dann muss ich. Weil ihr habt ja die letzten Streams gesehen, die gingen alle. Ich habe auch nicht das Problem mit Parieren oder sowas. Manchmal verkacke ich, ja, aber nicht so wie. Hab ich schon noch. Okay. Muss noch mal was kurz gucken. Ja, das drücke ich. Ausweichen drücke ich Kreis auch. Passiert nur nichts. Gibt's nicht. Was denn für eine Lösung, denn Dick? Bin gerade mega verwirrt. Das ist schon vorhin auch beim Rennen die ganze Zeit. Hm.
Hä? Ich hab doch gedrückt. Ich verstehe gar nichts mehr. Ja, was ich mache. Ja, wow. Keine Ahnung. Irgendwie verstehe ich das Spiel gerade nicht mehr. Mega seltsam. Liegt an der Brille, die ich nicht trage. 100 Pro. Daran wird es liegen. War für den Kampf was anderes. Das hier. Ob du was mit Tempo hast? Nee, eigentlich nicht. Ich hab nur mit Schild und Kombo Angriffskraft und Schadensverringerung. Mit den Sachen hatte ich ja auch letztens auch gespielt. Ich habe jetzt nur das hier neu. Gerade eben. Ach, ich weiß es nicht. Es ist ganz seltsam. Machen wir das. Was? In der Liste? Achso, du meinst hinzufügen. Nee, ich hab den gerade erst von dem Kabel abgemacht. Daran wird's nicht liegen. So, Angriffstempo gibt's, ja. Ich kann's probieren, aber... Mal, ob es noch was anderes gibt. Man kann es ja probieren. Ich weiß aber echt nicht, was da heute los ist. Ganz seltsam. So, als ob ich das Spiel zum allerersten Mal spiele, ja. Die Steuerung verwirrt mich. Dann. Hau ab! Ich drücke die ganze Zeit ausweichen, weil, blocken. Macht sie nicht. What the fuck? Hab ich auch gedrückt, nach hinten. Okay.
kann machen, was ich will gerade. Ist ja noch schlechter alles. Ja, vielleicht habe ich diese Input-Lags, ich weiß es nicht. Gerade bei dem Gegner oder so ist. I don't know. Es ist egal, was ich drücke. Jetzt hat er mich durchbrochen, das ist klar, dass ich dann auf die Fresse krieg. Und was ist mein Schild auch am Ende? Hä, ich weich auch aus, macht nix, nix macht die. Okay, ich hab's gelesen, Reno. Ich weiß nicht, dann ist das irgendwie bei den Gegnern sehr heftig. Muss hier etwas lappen. Ich drücke auch viel früher, dass sie überhaupt blockt. Oh nö, hatte ich wirklich so eine Zeitverzögerungsscheiße. Ja, wenn ich direkt mache, dann macht es nicht. Hä? Ich verstehe es gerade echt nicht. Das beschäftigt mich jetzt so sehr, dass ich nicht auf Toilette gehe und ich muss aber sehr dringend. Ja, Spam bringt nichts, habe ich gerade gemacht. Ich muss mich halt in dem Kampf anpassen irgendwie. Komme ja nie drum herum, ne? Da, bei der Attacke kann ich gar nichts machen.
Hallo Zombie. Dann muss hier etwas lauern. Lauer, lauer. Die Attacke irgendwie mal. Oha, ich hab's gedrückt. Was soll das? Oh yes, wieder die Attacke. Nee, lass das. Sehr gewöhnungsbedürftig gerade. Scheiße. Alter, come on, ey. What the fuck? Jetzt will er es aber wissen, ey. Geh, Fetzer, geh! Ey, das war aber ein ganz seltsamer Kampf irgendwie. Geh. Ich empfange keine feindlichen Signale. War richtig seltsam. Gehen wir. Also, nachdem wir ihm die letzte Ehre erwiesen haben. Pff. Na gut. Danke. Ja, ich musste mich erstmal da umgewöhnen. Das war irgendwie komplett anders. Mein Name ist Tommy und mir gehört der C&T Trading Company in Xion. Ich überlasse alle meine Anteile an diese Firma meine Kollegen Cyrus. Bitte sag ihm, dass ich ihm nur das Beste wünsche. Im Laden der C&T Trading Company beim Schrottmarkt befindet sich ein Safe. Der Code zu diesem Safe ist 0000000. Die Inhalte dieses Safes sind meine Belohnung für die Person, die meine letzten Worte übermitteln. Okay. Moveset lernen ist nervig. Mega, ja. Ich meine, man muss ja schon die Bosse selbst lernen, was die so Sachen für Sachen machen, ne? Immer ja aus den ganzen Souls-Sachen und so. War auch immer ein Krampf. Aber wenn sich das ganze ganze Steuerung auf einmal ein bisschen verändert hier, weiß ich nicht.
Es war halt wirklich so, als ob so ein Tick, als ob es ein Tick langsamer ist. Beim Reagieren. Keine Ahnung. Aber, ja. Kann ich jetzt auf Toilette? Ich muss so dringend auf Toilette, ne? Erstmal nach oben hier. Diese Viecher sind echt interessant vom Aussehen her. Bin ich hier auf dem richtigen Weg überhaupt? Ich habe erstmal 4 Spiele kostenlos bei Prime bekommen. Ja, nice. Sehr geil. Welche denn? Ich habe nur irgendwas gelesen mit Fallout. Das, den Rest habe ich jetzt nicht mitbekommen, wenn du es geschrieben hast. So, das Leben der Scavenger. Laufende Mission. Die hatte ich sogar markiert anscheinend. Ich habe aber immer noch dieses Problem mit dem Laufen, dass sie das manchmal einfach abhackt. Tomb Raider und Lego Star Wars 3. Oh, geil. Das erste, was du genannt hast, sagt mir jetzt nichts. Aber Tomb Raider und Lego Star Wars, sehr geil. So. Da liegt ein Mensch. Le Mensch. Oh. Ja, das vierte war ja Fallout. Also das hat er zuerst genommen. Oh, ein Beta-Kern voll. Ui! Sehr gut, gib mir mehr. I need. Ich bin im Kampf, was? Wow!
Oh nein. Nein, nicht schon wieder einen überfordernden Kampf hier. Piss dich. Wow. Dann verreck doch. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles spielen soll. Ja. Ich fühl's. So viel Spiele. Gibt's da irgendeinen Loot? Lohnt es sich, dort runter zu gehen? Aber erstmal heilen, ey. Also Sachen aufstocken.